Die Universalität des Christseins ist hier ausschlaggebend. Weder Grieche noch Jude, noch Frau noch Mann. Alle sind wir eins in Christus. Und aufgrund dessen müssen wir die Versöhnung stark vorantreiben. Die Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen war dem gebürtigen Schlesier Alfons Nossol in seiner 32 Jahre währenden Amtszeit immer ein großes Anliegen. Im Juni 1989 initiierte er trotz etlicher Widerstände deutschsprachige Gottesdienste in Polen. In früheren Zeiten war eben die Sprache des Herzens in Oberschlesien für viele ältere Menschen das Polnische. Diese schlesische Mundart. Und heutzutage noch für viele ältere Menschen ist eben die Sprache des Herzens Deutsch. Jetzt darf man es offiziell in allen Gemeinden, wo eine größere Anzahl von Mitgliedern der deutschen Minderheit ansässig ist, da habe ich die Geistlichen gebeten, manchmal sogar gezwungen, dass sie auch einen Gottesdienst in der Sprache des Herzens halten. Zum ersten Mal ist es natürlich am Annaberg geschehen, im Juni, 4. Juni 89. Doch nicht nur die Aussöhnung lag dem Bischof am Herzen. Als Mitglied des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen setzte er sich insbesondere für die Verständigung zwischen den Konfessionen ein. Meine ökumenische Form lautet deswegen: Wir alle, die wir aus dem großen Dreieck der Christenheit kommen, brauchen noch weit mehr der katholischen Weite und Breite, der evangelischen Tiefe, Wort Gottes, und der orthodoxen Dynamik. Dynamis im Griechischen bedeutet auch den Heiligen Geist. Es gibt keine Ökumene ohne Gebet, es gibt keine Ökumene ohne Wahrheit, es gibt keine Ökumene ohne des Tuns der Wahrheit in Liebe. Deswegen ist auch mein bischöfliches Wappen und mein bischöfliches Losungswort lautet: Facere Veritatem in Caritate. Die Wahrheit tun in Liebe. Und Liebe will eigentlich nicht begriffen sein. Man muss sich von der Liebe ergreifen lassen. Für seine Verdienste erhielt Bischof Nossol 7 Ehrendoktorwürden und zahlreiche Auszeichnungen. Darunter den Augsburger Friedenspreis, das Komturkreuz des Orden Polonia Restituta sowie das Bundesverdienstkreuz mit Stern. Ungeachtet dieser Preise und Würdigungen gibt sich der 2009 in Ruhestand getretene Bischof bescheiden. Es kommt mir irgendwie vor, all diese Auszeichnungen, ich gelte oftmals als Lückenbüßer und finde zurzeit nicht gerade den Echten, der es wirklich würdig wäre. Und weil man mich da schon so oder anders kennengelernt hat, also dann muss ich ran. Aber insofern, dass ich das wirklich für Realita verdient hätte wissen, dann glaube ich wenig. Der Brückenschlag zwischen Völkern und Konfessionen ist Bischof Nossol im Laufe seiner langen Amtszeit geglückt, trotz vieler Widerstände durch Staat und Gesellschaft.